Die Baureihe 102.1, die kultige Reichsbahn-Rangierlok, bekannt auch unter ihrem Spitznamen Gartenlaube, ist eine Neukonstruktion und kommt als Pico-Expert-Modell in den Fachhandel. Das Vorbild des Modells mit der Loknummer 102-104-7 war in der RBD Magdeburg BW Brandenburg beheimatet. Hersteller dieser Baureihe war der Lokomotivbau Karl Marx in Potsdam-Babelsberg. Das Modell der dieselhydraulischen Rangierlokomotive gibt den Betriebszustand ab 1988 wieder. Das Modell der Baureihe 102.1 hat viele angesetzte Details wie Signalhörner, ausziehbare Dachantenne, Feuerlöscher, Halte-, Aufstiegs- oder Umlaufstangen. Das freistehende Geländer ist filigran ausgeführt. Das grau lackierte Fahrwerk ist perfekt detailliert. Die Lackierung des Modells ist makellos, die Bedruckung trennscharf und entspricht dem Betriebszustand des Originals. Die Pico 102.1 hat einen kräftigen Motor mit präzise ausgewuchteter Schwungmasse spendiert bekommen, der in einem Zinkspritzgussrahmen verbaut wurde. Das verleiht dem Modell einen extrem gleichmäßigen und ruhigen Langsamlauf und sorgt auch für ausgezeichnetes Ausrollen des Modells. Das Modell ist auch mit einem Kurzkupplungsschacht für vorbildgerechte Kupplung nach NEM ausgerüstet. Die Lokomotive ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX 22 ausgerüstet. Die Soundnachrüstung mit einem passenden Pico Sound Decoder ist ebenfalls problemlos möglich. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Führerstandsbeleuchtung ist separat schaltbar. Besonderes Highlight ist die extra schaltbare Rangierbeleuchtung FZ1. Diese Details erhöhen deutlich den Spielwert und heben sich gegenüber den Wettbewerbern besonders hervor. Die dieselhydraulische Rangierlokomotive der Baureihe 102.1 der Deutschen Reichsbahn zählt als weit verbreitete Rangierlokomotive zu den typischen Vertretern der Kleinlokomotiven aus der DDR. Zwischen 1970 und 1971 wurden 157 Einheiten des bis zu 40 km/h schnellen Rangierhobels an die Deutsche Reichsbahn geliefert und im gesamten Netz der DDR eingesetzt. Selbst vor Personenzügen auf Nebenbahnen konnten die kleinen Maschinen beobachtet werden. Als Spitznamen etablierten sich unter anderem Briefkasten, Gartenlaube und Fußbank. Die Pico BA 102.1 kann als Rangierlokomotive ideal mit dem attraktiven und vielfältigen Sortiment an Güterwagen nach Deutscher Reichsbahn oder internationalen Vorbildern eingesetzt werden. Das präzise nachgebildete Modell stellt als preiswerte Formneuheit mit ausgezeichneten Fahreigenschaften für H0-Freunde mit Vorliebe für die Deutsche Reichsbahn der 1980er Jahre eine echte Bereicherung des Triebfahrzeugparks dar.